Hi Leute, das ist Anu hier und willkommen zu einem neuen Division 2 Video. Und zwar geht es darum, The Division hat gepostet, ob wir ready sind für Phase 2 vom Titelupdate 22, dem PTS. So, joint uns auf Twitch, Oktober den 3., ne? Also schön am Feiertag um 15 Uhr unserer Zeit. Gibt es wieder einen Livestream und dann zeigen sie die Änderungen seit Phase 1. So, es gibt ein paar Entwicklernotizen, die aufgrund des Feedbacks, was wir eingestreut haben, also was einige eingestreut haben, bezüglich mancher Änderungen und so. Und den Kram, den lesen wir uns hier durch. Da haben sie ein paar schöne Notes rausgehauen. Und zwar, pass auf, hallo Agenten, wir sind äußerst dankbar für all das Feedback, das wir nach Phase 1 des Titelupdate 22 und Season 2.0 PTS erhalten haben und möchten unsere Kenntnisse und nächsten Schritte basierend auf euren Erfahrungen im PTS teilen. Neue Waffen und Ausrüstungen. Die Strega exotische FAL, ne? Also das neue Sturmgewehr, das kommt. Klar, dass das extrem overpowered war, hat wohl einen Bug drin, wie man hier sieht. Strega funktionierte in Phase 1 nicht wie beabsichtigt, da sie über unendliche Reichweite und unendliche Stapel verfügte. Beides wurde nun behoben. Wir werden die Ergebnisse von Phase 2 überprüfen und die verbleibenden Werte, also um die verbleibenden Werte zu bewerten. Ist auf jeden Fall gut, die war echt overpowered und die wird trotzdem noch geil. So, das Legatus Brandset, das neue. Der Zweiteile-Bonus wurde aktualisiert, die optimale Reichweite wurde von 50 auf 70% erhöht. Richtig nice, aber das werdet ihr sehen, wenn das wirklich so live geht, da habe ich ein Bild für euch, da könnt ihr euch anschnallen. Virtuoso Gearset, das neue. Der Vierteile-Bonus wurde aktualisiert. Die Reichweite wurde von 30 auf 25 Meter korrigiert und der Timer wurde von 10 auf 15 Sekunden erhöht. Das ist ganz nice. Das ist ein größerer Buff als hier die 5 Meter Reichweite weniger, ist voll in Ordnung. Ja, klingt ganz gut. So, dann die Prioritätsziele. Es sollte eine Option geben, Ziele abzubrechen. Wir haben eine Abbrechen-Funktion für Prioritätsziele implementiert, um Aktivitäten zu überspringen, die euch nicht interessieren. Das war das, was vorher war, wo man sie auswählen konnte und einen quasi so einen Token hatte, um eins zurückzusetzen. So, das wird man dann, denke ich, nicht mehr brauchen. Man kann einfach sagen, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann macht man das nicht. Finde ich auch gut. Außerdem haben wir einige Ziele entfernt, die den Fortschritt behinderten, weil sie zeitlich begrenzt waren und nicht schnell abgeschlossen werden konnten. Zum Beispiel wurde die Siedlungsblockade aus der Rotation entfernt. Finde ich auch gut. So, die saisonalen Modifikatoren. Ein UI-Problem mit Reichweitenabhängigkeiten für Stelite-Beschichtung. Das ist eine der Effekte, die NPCs haben können. Die Beschreibung war falsch und irreführend, daher haben wir sie aktualisiert. Es gab keinen Zusammenhang zwischen der Farbe und der Funktion. Jetzt ändert das Symbol die Farbe abhängig von der Entfernung, aus der der Gegner ausgeschaltet werden muss. Ja, kurz, mittel oder lang. Und die Liste zeigt an, wie viele Stapel abgebaut werden müssen und jeder Schuss reduziert die Stapel. Das ist gut, das war nämlich extrem, extrem verwirrend. So, dann die Reichweite der Stellite-Beschichtung war auch frustrierend. Uns ist bewusst, dass die Stellite-Beschichtung der weltweit am häufigsten vorkommende Modifikator ist in der Open World, also komplett der globale Modifier. Ne? Wie ihr bereits bemerkt habt, liegt das daran, dass gewöhnliche Feinde am wahrscheinlichsten damit ausgerüstet sind. Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich rumgelaufen bin. Das war tricky, der Modifier von den NPCs. Leider haben wir keine Begrenzung, wie viele Mitglieder eines Teams denselben Modifikator gleichzeitig haben können. Wir werden jedoch die folgenden Maßnahmen ergreifen. Die Berechtigung für Stellite wird bei einigen gewöhnlichen Feinden wie dem Black Tusk Assault und den Throwern entfernt und stattdessen ein seltener Modifikator Master of None oder Requital zugewiesen, da Terrify erfordert, dass der NPC Archetyp ausschließlich Nahkampf ist. Das werden wir austesten müssen, direkt auf dem PTS. Klingt auf jeden Fall ganz gut, weil wenn manche Gegner den Gegner-Modifier hatten, das war richtig assi. Also wirklich. Ne? Das war auch der, wo du wirklich die richtige Reichweite zum Gegner brauchst, damit du dem erstmal diesen Buff runterklopfst. Das war wie so eine Extra-Rüstung, um dann erst Schaden an ihm machen zu können. Ja, aber das werden wir uns nochmal angucken. Und die Chance, dass jeder Feind einen Modifikator ausgerüstet hat, wird auf höheren Schwierigkeitsgraden wie heroisch leicht gesenkt. Von 80% auf 65 bis 70% zum Beispiel. So, Balancing, Waffen und Talente. Jetzt passt auf.
Sledgehammer, ne, Vorschlaghammer und das Mosquito Song Talent. Da viele Spieler mit den Änderungen am Sledgehammer Talent nicht zufrieden waren, werden wir es auf den Zustand von Titelupdate 21 der aktuellen Live-Version zurücksetzen. Mosquito Song behält jedoch das aktualisierte Talent, ist auch gut. So sieht das Debuff-System für Schaden an Rüstung aus. Sledgehammer 15%, perfekter, also mein Vorschlaghammer 15%, perfekter Vorschlaghammer 20%, Mosquito Song bei 25% und beide Vorschlaghammer als auch Mosquito Song haben jetzt einen teamweiten Buff. Mein Vorschlaghammer war ja eh schon teamweit fürs ganze Team, ne? Und Mosquito das dann auch, das ist natürlich sehr, sehr geil. Ach, eine geile Mischung, bin ich mal gespannt. Das lässt einen geilen Tank zu, mit dem Mosquito zu spielen und einem Sledgehammer-Talent. Mal gucken. So, die Sand Elmo. Der Nerf in Phase 1 war gering, da das M4, schreiben sie hier, das ist eigentlich die Lovoa, die alte aus Division 1, worauf die Elmo basiert, aber okay, lassen wir es mal so stehen. Auf dem das Sand Elmo basiert, einen Schadensbuff erhält, der auch das Elmo, also der auch die Sand Elmo an sich verbessert. Wir hören eure Beschwerden und der minus 10 Schuss Nerf wird in Phase 2 zurückgenommen. Heißt, sie hat wieder 70 Schuss im Magazin. Ich hätte ja so gelassen, wie gesagt, die war trotzdem sehr, sehr stark. Aber okay, ist in Ordnung. Die Ouroboros. Vergleicht man die Ouroboros mit anderen Exotics, einschließlich der Sand Elmo, wird deutlich, wie viel übermächtiger sie ist. Um das Gleichgewicht zu erreichen, war eine signifikante Anpassung notwendig. Ähnlich wie bei Sand Elmos Engine wird der minus 10 Schuss im Magazin Nerf in Phase 2 zurückgenommen. Die Feuerrate wurde nach Phase 1 von 1275 auf 1250 angepasst. Wie gesagt, ich hätte es ja so gelassen und hätte ihr ein neues Talent verpasst, ein einzigartiges, weil das Talent, was sie jetzt hat, ist halt, Larifari. Aber ja, so, obliterate, ne, also vernichtend das Talent. Wir stimmen zu, dass das Reduzieren von 25 auf 17 Stapel zu vieles Guten war. Daher werden wir die maximalen Stapel in Phase 2 auf 20 anpassen. Das ist immer noch ein bisschen weniger, aber auf 20 ist das okay. Auf jeden Fall. So hat man auch deutlich mehr Auswahl, was die Brusttalente angeht. Und muss nicht immer sagen, dass man immer vernichtend nimmt. Das ist in Ordnung. So, und dann kommen wir zum Stürmer. Es gab einige Erwähnungen, dass Spieler mit den Stürmeränderungen zufrieden waren. Und wir müssen klarstellen, dass nur der Rucksack geändert wurde. Die Hauptfunktionalität der vier Teile bleibt weiterhin bestehen und ist genauso stark wie zuvor. In Phase 2 wird der Wert der Rucksackstapel von 0,85 auf 0,9 angehoben. Ja, das passt. Wie gesagt, ich hatte den Test eh vorher gemacht. Es war eh vollkommen in Ordnung noch, was mit dem Stürmer war. Es bleibt absolut starkes offensives Set. Deswegen ist das voll okay. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir uns noch mehr zeigen bei dem Stream. Wir werden den natürlich auseinandernehmen und gucken, was da eventuell noch drin ist, und dann werden wir am Wochenende das PTS testen. So, das war's von mir, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei, und ich sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.